So, ich gehe jetzt in die Pomicino rein, denke ich. Ich hoffe, ich schnapp mir heute die Schlüssel von der Bude, ne? Hast du den Lock gesehen? Wir haben die alten Sirenen wieder. Oh, warum? Weil das deswegen crasht? Oh, I didn't know. Das klingt ja interessant. Bullock. Ah, ich grüße Sie, Sir. Wie geht's Ihnen? Ah, wunderprächtig, sag ich Ihnen. Haben Sie den Schock von Freitag verarbeitet? Sie meinen die Gerichtsverhandlung? Ja. Natürlich, Sir, natürlich. Ja, nochmal, dass Sie sich da keine Schuld geben müssen. Mich haben schon Richter angerufen, um mich zu beruhigen, in der fröhlichen Erwartung, dass wir den Staatsanwälten nicht den Kopf abreißen oder irgendein Kleinkrieg losbricht. Tun wir natürlich nicht. Ah, wunderbar. Ja, hey, das ist alles in Ordnung. Also. Alles klar. Wunderbar. Street. Nee. Steel war's. Korrekt. Verdammt nochmal, ich bring das immer wieder durcheinander. Marina, moin, Steve. Alles gut da draußen? Wie sieht's aus mit Notfälle? Ja, im Moment alles ruhig, alles gut. Wenn Sie dann, ich weiß, ich komme gerade im Dienst, aber wir müssen dann mal reden, da gibt's ein paar Sachen zu reden wegen Management. Können wir jetzt auch gleich machen. Zeitung, okay. Oh, machen wir. 21. So. Wie war Ihr freier Tag? Haben Sie sich gut erholt? Eigentlich nur geschlafen, Marino. Besseres kann man ja gar nicht machen. Wir haben zwei Anwaltskanzleien da, die was gerne das BD vertreten möchten. Was machen wir mit denen? Wir brauchen noch keine Anwälte. Wir brauchen auch noch keine rechtliche Betreuung. Wenn wir Anwälte brauchen, werden wir uns wahrscheinlich umsehen. Aber das kann ich jetzt, brauchen wir noch nicht. Okay, dann will ich die ab, weil die wollen immer alle mit Ihnen sprechen, aber ich glaube, da ist Ihre Zeit, glaube ich, zu kostbar. Nee, also sagen Sie da einfach, dass wir, wenn wir rechtliche Betreuung brauchen, uns zu gegebener Zeit informieren werden, aber das zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn macht. Gut, können Sie mal kurz in die Bürgerakte Essen-Lieferung schauen? Ah, okay. Kleinen Moment. Ich habe jetzt das so gemacht, dass wir machen das nicht jeden Tag, das wäre ja zu blöd. Ich habe einen Stichtag Sonntag gemacht, dass die hier die Essensüberweisungen bekommen. Okay, Essen. Ah, ich glaube, das ist effektiver. Bei dieser Überweisung Montag, Dienstag, Mittwoch nicht. Wir haben nämlich schon das Handgeld bekommen von Hagebari. Also so, Moment, Montag. Dienstag und Mittwoch nicht, die sind auch schon ausbezahlt. Da habe ich das noch nicht gehabt. Irgendwie. So, warte mal. So, also Up in Ette muss gemacht werden. Genau. Das ist 8, 3, 9, 2, 6, 8. Das sind 800 Dollar. Okay. Ist das so übersichtlich für Sie? Ja, ne? Ja, das, also ich weiß nicht, ob wir es übersichtlicher machen können. Für mich ist eigentlich nur relevant die Kontonummer. Und der Preis. Darum habe ich es fett gedruckt, ne? Ja. 3-0-9-4-1. Das sind 1600. Okay. Taco King. Streife 13, 19 PD. Die Dienstags, sagen Sie, sind erstmal überflüssig. Montag, Dienstag, Mittwoch, ja. Das ist das dann mit der nächsten Sonntag, sind die dann komplett alle. Aber die haben schon das Handgeld bekommen. Das heißt, Sie beziehen sich auf den Lieferzeitpunkt oder den Fälligkeitszeitpunkt. Die haben ja geliefert die vergangene Woche und haben das Handgeld bekommen. Ab Mittwoch habe ich die Abteilung erst übernommen. Und dann habe ich das geändert. Richtung Arcadius. Marino, Sie müssen mir mal genau sagen, was ich jetzt überweisen soll. Sie berufen sich jetzt, weil hier stehen zwei unterschiedliche. Nee, sagen Sie nicht den Tag, sondern sagen Sie einfach den Betrieb. Sie sagen Donnerstag, aber das Problem ist, hier steht Lieferung und Fälligkeit. Und wenn Sie Donnerstag sagen, weiß ich nicht, ob Sie sich auf Lieferung beziehen oder auf Fälligkeit. Auf die Lieferung. Tag. Ja, dann sagen Sie mir trotzdem, welcher Betrieb, was kommt. Okay, muss ich nachschauen. Machen Sie mal. Streife 3 schließt sich an. Fährt rechts an Leifelwinder vorbei, in Richtung Medusa Friseurladen. So, wir haben hier oben diesen Adam-Burger. Den Burger, ja. Der muss überwiesen werden. Ja, das sind 800 Dollar. Ja, ich weiß.
Gut, dann haben wir den Montag nicht, den Dienstag auch nicht, den Mittwoch auch nicht. Dann haben wir den Restaurant. Last Train, Moment. Fährt wieder mal Kelly und Tower vorbei. 1500. In Richtung Würfelpark. 114. 077. Haben wir Mercedes den Sichtkontakt zum Fahrzeug? Ja, der nächste. Ist ein schwarzes Cabrio mit roten Innenraum. Ein Fastfuck. Ja, ich wollte es jetzt sagen, das Wort. Ich habe ja Anstand. Naja, das ist ein. Das ist halt ein. Ist so, die sprechen das da halt aus in ihrer Kultur, ja? Ich kann nicht dazu reden. Und das sind 1500. Genau. Okay, der nächste. Dann haben wir den Cruciale Fix. 1500. Streife 30, Kontakt an der Tankstelle Little Soul. Ja. Und dann noch. Dann Gambino. Haben wir den Gambino. Den habe ich jetzt neu dazu geholt. Die haben jetzt ein neues Menü für uns. Mit dem Essen muss ich jetzt mal abwarten. Die Rationen lang eigentlich nicht, die reichen nicht. Aber ich habe auch beobachtet, dass da einige Kollegen sich da die Taschen voll machen. Ich meine, dann geht unser Budget wahrscheinlich so unendlich, wenn wir so weitermachen. Ja. Ja, das ist jetzt schwierig, die Leute zu kontrollieren, weil sie was essen wollen. Mache ich nicht. Aber ich meine, wir können jetzt da nochmal an Unmengen reinstecken, ja, damit wir die Unkosten nach oben treiben. Wir werden aber nicht mehr reinstecken, sondern ich denke, das ist schon okay. Ich denke auch. Und dann haben wir das. Das sind die Überweisungen. Alles klar, dann gehe ich das mal überweisen. Gibt es sonst noch was? Ja, ja, es gibt noch was. Dann haben wir hier, ich habe jetzt einen neuen Parkplatz unterhalb vom BD, wo die defekten Fahrzeuge stehen. Dass wir hier ein bisschen Luft haben. Jetzt in Richtung Westen, die Führungsstreife bitte übernehmen. Das haben mit Hagrid Barry, die stehen praktisch schon am Platz. Da werden die abgestellt, da gibt es auch eine Bürgerakte. Fuhrpark. Biegt rechts ab, Richtung Nord. Und da schreiben auch die Officer rein, was die für einen Defekt haben, wenn die abgestellt werden dort. Die stehen also jetzt doch in der Tiefgarage. Nein, die stehen hier, wie soll ich denn sagen, unterhalb von BD. Und wieder rechts. Ach, Sie meinen hier unten? Ah, okay. Ja. Ist das PD und das heißt, die stehen hier, die ach, so, hier vorne drüben. Ah, genau. Da haben wir Platz, haben wir auch Luft, da steht ja nicht alles voll. Scheiße. Ja. Kopfschmerz. Ja, ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass ich am Anfang mal einen Crash habe, das ist passiert. Darf nur nicht alle 20 Sekunden passieren. Na, die stehen da unten jetzt, die Fahrzeuge. Ja. Haben wir die da weg. Dann zwei Sachen noch. Das Lager habe ich unten ausbauen lassen. Da hat mir der Platz nicht ausgereicht, weil ich nochmal nachbestellt habe. Das wurde von Bandetti Partner nochmal erweitert, unsere Reservatenkammer. Ah, okay. Mhm. Ja, und unsere Fahrzeuge haben jetzt teilweise Nummerierung, Kennzeichen mit Nummern. Ja. Aber leider hat sich jetzt die Vermietung nochmal entschieden, Fahrzeuge dazu zu tun und nochmal wegzunehmen. Aber das ist erst in 2 Tagen geregelt. Ja, das ist ja kein Problem. Ab da werde ich erst wieder neu füllen auch. Okay. Ja, und das eine, noch zwei Sachen. Ich habe eine, Sie wissen doch, wo unsere Verwahrstelle ist, ne? Wo die Leute ihre Fahrzeuge wiederholen können. Ja. Nebendran ist ein Gelände, habe ich mit Hagebari angeschaut. Die würde ich gerne von Baletti umbauen lassen, dass da an den einen Tor ein Code hinkommt, dass wir hier beschlagnahmte Fahrzeuge reinstellen. Aber das ist doch schon so, oder? Nee, haben wir noch nicht. Vorne ist öffentlich. Wir können ja vorne nicht zusperren, wenn wir da bei die Verwahrstelle reingehen. Ja, aber daneben ist doch so ein Gelände. Ist das nicht abgeschlossen? Nein, das ist nicht abgeschlossen, aber das werde ich, wenn sie mit ihr Erlaubnis. Ja, aber ich habe jetzt. Aber die Frage ist, ich habe doch schon mal gehört von einem Abschlepper, dass daneben abgeschlossen ist. Nein, das ist alles offen. Na, dann würde ich gerne ändern mit der Batterie noch. Ja. Weil da können wir dann unsere konfiszierten Fahrzeuge reinstellen. Genau. Weil wir haben das Problem gehabt, gestern war ein konfisziertes Fahrzeug, das steht unten in der Garage. Aber bei 50 Officer kann man nicht garantieren, wer lässt die Tür auf oder nicht. Ja. Also das würde ich gerne da uns herrichten lassen. Ja. Also, wenn das okay ist, ja. Ja.
Das ist kein Problem. Machen Sie das mal. Letzte Autorepairs war da. Die haben ein Budget für Ihnen gemacht am Anfang für 5.000. Ich habe mir jetzt mal die Rechnungen und den Ausgabenmodell angeschaut. Hm. Die sind wöchentlich auf 12.000 gekommen, weil man halt doch viele Autos zu reparieren haben mit Abschleppen. Mhm. Ich hätte mich jetzt geeinigt mit denen auf 10.000. Die wollten erst 12.000, aber auf 10.000 wöchentlich. Okay, 10.000 die Woche. Welcher ist das? Autorepairs? Ja, genau. Und ich habe mir das angeschaut, also die sind vor die Kosten, alleine nur die Kosten für Material 8.500 in der Woche gekommen. Okay. Wenn das okay wäre für Sie. Natürlich, dann geben Sie mir aber die Kontonummer, dann muss ich natürlich noch überweisen. Gut, dann hake ich ab und sage denen zu. Ja. Oh, das war schon. Alles klar, dann mache ich jetzt die Überweisung für die Nahrungsmittelbeschaffung. Der Weg ist geiler Typ. Und Sie besorgen mir noch die Kontonummer von den Auto-Repairs. Genau, das stelle ich Ihnen dann auch dann, ne, dass Sie da Einblick haben. Alles klar. Alles klar, ich werde Sie nicht jedes Mal briefen, wenn Sie weg sind. Das war jetzt halt bloß zu viel, was da angefallen ist. Kein Problem, machen Sie das ruhig, dafür bin ich da. Alles klar, Chef, bin ich weg. Ja. Danke. So. Okay, die Nummer existiert nicht. Ich muss nochmal gegenchecken. Marino, die Kontonummer von dem Up in Attenburger ist nicht korrekt. Okay, dann würde ich da nochmal schauen. Die hole ich nachher, gebe ich Ihnen dann. Okay, soll ich jetzt einfach die nächsten ausprobieren oder gehe ich davon aus, dass die auch nicht korrekt sind? Ich gehe davon aus, dass die richtig sind. Okay. So habe ich die auch übermittelt bekommen. Okay, dann versuche ich mal. Wann sehr schief? Ich schaue mal, weil jetzt habe ich noch von Hackelbad bekommen. Ich schaue mal in seinem SMS mit der Nummer checken. 839268. Habe ich. Ja, er hat mir was keine Kontonummer. Ich rufe die Nummer an. Alles klar. Dann mache ich erstmal weiter mit. Ja. Jetzt bei der Größe langsam Zeit für Sekretäre. Das ist ja Marino. Der ist Management. Das ist Verwaltung. Also, auch diese Nummer existiert nicht. Marino. Ja, die nächste Kontonummer ist auch falsch. Das kann doch nicht sein. Das ja, ich werde jetzt aufhören, da irgendwelche Überweisungen zu machen. Damit verschwende ich nämlich meine Zeit. Ich überprüfe nochmal, ja. Ja, dann überprüfen Sie nochmal alle, weil das kann nicht sein, dass zwei von zwei falsch sind. Ja. Und da waren die anderen Gelben auch beteiligt. So, kommen Sie rein. Feinstes RP an einem verregneten Sonntag, Stahlhübe. Haben wir nur einen Hausmeister eingestellt, der eine Uniform trägt? Oder wer war das gerade? Das war Eckhoff, Sir. Wir haben schon gedacht, dass er die administrative Leitung der Toilettenreinigung übernommen hat. Ach, Gottes Willen. Ja, das ist selbe dachten wir uns auch. Okay. Gut. Alles klar. Dann legen Sie mal los. Was gibt's? Wir haben tatsächlich ein paar wichtige Themen, ein paar administrative Themen. Wir fangen aber mit den wichtigen Themen an. Es gab gestern einen Vorfall, wo eine Streife einen Zivilisten nach Entziehung auf einem Motorrad, ich würde mal sagen, auf den ersten Blick übelst weggepittet hat. Der Zivilist hat ein gebrochenes Bein. Und es stehen dort gewisse Aussagen und Dinge von Kollegen, Augenzeugen etc. im Raum. Da würde ich Sie gerne bitten, uns ein bisschen Handlungsfreiraum zu geben, damit wir der Sache auf den Grund gehen können. Alle nötigen Dinge sind soweit jetzt erstmal ermittelt, also welche Streife, welche Officer. Wir haben mit dem Zivilisten noch nicht sprechen können, weil er noch nicht erreichbar war heute. Und gegebenenfalls würden wir dann eine inoffizielle Anhörung mit den beiden Officern unten durchführen, der sie selbstverständlich beiwohnen dürfen, wollen, vielleicht sogar müssen, ja. Um das Ganze aufzuklären und auch ein bisschen die Sensibilität dieses Themas anzusprechen, weil dieser Fall ist von den beiden betreffenden Officern weder an die Leitstelle noch an Officer Huckleberry oder mich weitergegeben worden. Es wurde so ein bisschen, ne, hat keiner gesehen, ist nichts passiert, aber nun ja. Okay, dann machen Sie das bitte aber zeitnah. Sehr zeitnah. Das muss sofort Konsequenzen haben, da müssen wir sofort hinterhergreifen. Und für den Fall, dass das hier auf Basis einer internen Sache nicht klar gemacht werden kann, gibt es da eine Senatssitzung für. Gut, wunderbar. Die zweite Sache ist, wir hatten gestern ein intensives Gespräch mit den Staatsanwälten. Es gibt Officer oder einen Officer, da ist mir die Anzahl der Eingriffe nicht bekannt,
die wohl Aussagen von Kollegen in Akten eigenständig geändert haben. Das heißt, ja, die haben da geht's die Aussagen, um, da geht es um Youngblood, aber das ist ein Fall, der ist bereits abgeschlossen. Gut, Ähnliches habe ich mir gedacht, weil das auch das war, was ich aus dem... Warum bringt denn der Staatsanwalt, welcher Staatsanwalt ist denn das? Das ist gestern, Ford? Nein, Louis gewesen, Ford war nicht im Haus. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das ein bisschen verschleppt wurde. Nee, wissen Sie, woran das liegt? Das liegt daran, dass Del Pino, der Officer, dem das aufgefallen ist und dessen Aussage das betrifft, der dich zuerst bei einem Staatsanwalt beschwert hat. Und wissen Sie, was die Staatsanwälte zusammen machen? Die beschweren sich natürlich untereinander und reden dann miteinander. Genau, das muss aufhören und zwar sehr schnell und sehr dringend. Dämlichen Trottel. Richtig. Ich hatte gestern einen Officer im Büro, die PD23 Alonso. Ja. Der sieht halt aus wie ein Original Gangster, also so ein Hoodboy, ja. Ja, und hat sich mir gegenüber so geäußert, dass er halt kein Officer für die Uniform sei, sondern dass er halt ein waschechter Detective sei. Ja, wird er entlassen. Darauf wollte ich gleich zu sprechen kommen. Ich habe ihn gebeten, erstmal bis heute, bis wir darüber gesprochen haben, Urlaub einzureichen. Er hat mir seine Marke, seine Dienstwaffe und so weiter übergeben, aber aus dem Einstellungsverhältnis konnte ich ihn nicht entfernen. Ja, dann mache ich das jetzt. Gut. Des Weiteren ist Mr. Name, Alonso. Ganz, nochmal. PD 23, Harris Alonso. Ist entlassen. Gut. Des Weiteren ist Mr. Alonso dann gestern bei einem Tatverdächtigen, der einen Officer angegriffen hat mit einem Messer, erschienen in Zivil, privat und hat das Gespräch mit dem Staatsanwalt Louis gesucht und dort Einfluss auf diesen Fall genommen, also auf diesen Täter, hat auch mit diesem Täter gesprochen, wie ich im Nachhinein dann sehen konnte und mitbekommen habe. Und da konnte ich leider noch keine Rücksprache halten, was da kommuniziert wurde. Das alles also in Zivil. Im Urlaub oder in den Zellen. In den Zellen, ja, richtig. Also er hat das komplette PD durchschritten, ist dann unten in die Zellen gekommen, hat sich da auch nicht weiter erklärt. Und ist nicht mehr Polizeibeamter, ist entlassen. Gut. Das ist die maximale Konsequenz. Korrekt. Trotz alledem verzeihen Sie mir, wenn ich auf die beiden Staatsanwälte, die gestern zugegeben waren, zugehe und wissen möchte, was dort kommuniziert wurde. Genau, können Sie machen. Wer war das? Das waren Louis und Hammond. Beide haben von mir eine SMS und einen Anruf, dass ich dort Rücksprache brauche. Ja. Des Weiteren hat Huckleberry einige administrative Dinge überarbeitet, die er Ihnen gleich vorstellen wird. Eine Sache hätte ich noch. Ich habe einen Bewerber, den wir grundausbilden können, der aber hauptsächlich für uns einen sehr großen Wert hätte als Innendienstler in Bezug auf Social Media, um Gegendarstellungen zu veröffentlichen, die freie Presse, die nicht freie Presse schlägt ordentlich auf uns ein mit Artikeln, wo wir dann Gegendarstellungen veröffentlichen sollten, Recruitments, irgendwelche anderen Anlässe veröffentlichen sollen. Wir leben im Jahr 2022, da sollte man mit Social Media arbeiten. Mhm. Ja, okay. Ich bin mal 10-7. Alright. Also was auch immer geändert wurde, hat es schlimmer gemacht. Also besser ist es nicht. Das sind reihenweise Officer, die einen Haufen Crashes haben. Und das scheint die Polizei ein sehr polizeispezifisches Problem zu sein. Die Sirenen wurden zurückgesetzt. Das hat nicht, also wenn es daran gelegen hat, sollte es ja nicht sein. Darstellungsreichweite ist auch niedrig. Aber man sieht schon, dass die Kollegen dann halt crashen. Ne? Also es sind immer Officer, die dann irgendwie reihenweise rausgeschickt werden. Und so wie ich es gemerkt habe, scheint das auch wohl ein Officer-spezifisches Problem zu sein. Wait, like du meintest, irgendwas mit den Fahrzeugen, dass das nachgeschoben wird. Okay. Lensch. Wunderschönen guten Tag, Herr Lensch. Herr Fast hier von Dynasty Immobiliens. Ah, Mr. Fast. Wir wollen heute die Besichtigung machen und die Übergabe haben. Besichtigung und Vertrag, richtig. Okay, die Übergabe wäre dann morgen. Okay. Weil da muss dann umgebaut werden und sowas. Ah ja, genau. Machen Sie noch irgendwas mit Interieur? Genau, das würden wir Ihnen dann heute auch zeigen. Das kommt mit dazu. Das würde alles heute passieren. Dann sagen Sie mal eine Uhrzeit. 2030. Mhm, 2030. Okay, am Gebäude selber? Sie kommen hierher und wir nehmen sie dann mit. Alles mit einem Auto ist das besser als mit zwei. Gut, dann Sie sitzen ja Nähe Gericht, glaube ich. Ja, genau. Genau, wir sitzen quasi direkt neben dem DOJ. Alles 7039. Klar. Gut. 2030 bei Ihnen am Büro. Ich bin da. Sehr gut. Ich danke Ihnen. Bis dann. So.
Gut, Huckleberry ist noch nicht da. Halt noch auf dem Klo zu sein. Naja, alles gut. Hallo Hans aus dem Keller von Stahl hier. Ihr müsst mehr Twitch Prime Subs da lassen, sonst muss ich weiter mobile Game Werbung machen. Okay. 20:30 Uhr habe ich einen Termin. Wir machen heute Besprechung. Haben Sie gestern Besprechung gemacht? Aber natürlich, Sir. Und wie lief's? Außerordentlich gut. Wir waren sehr gut besucht. Möchten Sie die Themen kurz hören, die Überschriften? Ja, wahrscheinlich Funkdisziplin, hoffe ich. Ja, mit 16 Ausrufezeichen dahinter. Ja, ich habe die Officer gemahnt. Ja. Gerade die Officer 3, die den Funk nicht beherrschen, damit rechnen müssen. Ja. Sollte das vermehrt auffallen und sie sind daran sehr interessiert, ja, dass da durchaus ein Downgrade auf sie zukommt, wenn sie im Funk durch Hörbücher auffallen. Sir. Ja, genau. Und da muss halt was gemacht werden. Da müssen wir auch einfach die Spreu vom Weizen trennen, aber nicht, indem wir die Leute entlassen, die das nicht können, sondern nachschulen. Korrekt. Die Überschriftsthemen waren die Veränderungen in der Education, die Anpassung der Übersicht mit sämtlichen relevanten Themen, Funkdisziplin, die Seriennummer der Waffen ist Thema gewesen, dass die in Zukunft Bestandteil einer Akte ist. Mhm. Da gibt es dann auch Anpassungen im Management, was die Registrierung dieser Nummern betrifft. Ja. Und die Einteilungen auf die Fahrzeuge in Bezug auf Rang 1 und 2, damit wir dort bessere Ausbildungsergebnisse erzielen. Habe ich schon gelesen, steht auch in der Übersicht auf dem schwarzen Brett, ne? Korrekt. Ja, korrekt. Ja, da habe ich dorthin geschrieben. Und kurz noch, da Huckleberry jetzt auch wieder da ist, den ich an der Stelle loben muss, weil er mir da sehr gut zugearbeitet hat, das Thema Social Media. Ich würde jeden Artikel, den diese Person dann verfasst, wegen der Informationshoheit durch sie dann abgesegnet haben wollen, bevor der veröffentlicht wird, es sei denn, sie weisen ihm an, irgendwelche Konserven da reinzuwerfen. Ja? Sie meinen jetzt Social Media bezüglich des neuen Mitarbeiters? Nee, wie nett. Wenn der irgendwas veröffentlichen will, muss er sich jeden Artikel, den er schreibt, aushackt, irgendwie designt, durch sie absegnen lassen. Ja. Da soll er sie dann meinetwegen einmal am Tag 10 Minuten lang briefen, was er da so zur Hand hat, vorhat. Ja. Sie segnen das ab, ja, und die Arbeit ist komplett outsourced. Okay, alles klar. Gut. Ja, wenn wir da für jemanden finden, können wir das auf jeden Fall so umsetzen. Den haben wir bereits gefunden, den fühle ich heute nochmal auf den Zahn. Der wird sich gleich hier vorstellen, ja. Nach der Bewerbung und wenn Sie möchten, schmeiße ich Ihnen den mal ins Büro. Ja, ich habe bis 20.15 Uhr Zeit. Wir machen Besprechung, am besten so 19.45. Großartig, dann trudeln die genau nach unserer Besprechung alle ein. Alright. Gut. Die Klasse der Rookies, die zweite, die heute startet, ist mit 9 Personen belegt und es kommen 6 Officer 3 Bewerber, die wir dann nach und nach, so wie sie Zeit haben, entweder abarbeiten oder eben vertrösten auf morgen. Ja. Ja. Also ich habe nur 20.30 Uhr einen Termin, das muss ich aber wahrnehmen und ansonsten... Naja, ansonsten ist es okay. Besprechung. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Gut, das wäre es von meiner Seite aus. Huckleberry, haben Sie noch was? Ja, ein paar Kleinigkeiten. Ich habe ja gerade schon gehört, Funkdisziplin und sowas wurde schon angesprochen. Ja. Aufgrund der Umweltbelastung hier in der Umgebung, auch durch Smog, haben wir uns überlegt, ob es nicht möglich wäre, ein zeitlich beschränktes Parkverbot zu bekommen, zumindest für die nächsten Tage oder Wochen. So, maximal 2. Ja, die aktuellen Ereignisse, ich weiß, die Umweltbelastung ist sehr, sehr hoch. Ich merke das auch selber. Ständig kriege ich Kopfschmerzen durch die dicke Luft. Aber das ist auch etwas, das halt in der Stadt gang und gäbe ist. Ne? Also jetzt hier Parkverbote auszusetzen, wird der ganzen Sache nicht helfen. Alright, gut. Machen wir das nicht. Nee. Das nächste, was ich hätte, ist, dass wir vermehrt den Fall haben, dass wir das SD anrufen und die sind einfach alle nicht mehr da. Oder das MD und die sind alle nicht mehr da und keiner wusste davon. Ob wir uns mal mit den Behördenleitern oder in dem Fall Sie sich da in Verbindung setzen, dass wir uns einfach gegenseitig als diese 3 Behörden an der Leitstelle abmelden, wenn der Letzte in Feierabend geht, Nachtschicht übernimmt? Ja, das können wir machen, es wird nicht helfen, weil die Erwartungshaltung ja die ist, dass irgendjemand da ist, der was machen kann, aber die sagen ja einfach nur, okay, ab jetzt ist keiner mehr da, hilft uns ja nicht. Und dann stehen wir halt nicht ganz so dumm da. Naja. Hatten wir den Fall denn jetzt, bei was hatten wir denn jetzt den Fall? Sowohl bei Sheriff's Department als auch Medical Department, also. Ne, dann
kommen wir irgendwo zu einem Unfall und dann liegen da noch zwei auf der Straße und dann rufen wir das MD an und im Notfall müssen sie halt Erste-Hilfemaßnahmen ergreifen. Ja, natürlich. Und da müssen wir auch ganz einfach die Officer darauf vorbereiten für den Fall, hey, das MD kommt nicht, so und so bekommt ihr die wieder in einen ertragbaren Status rein. Ja, richtig, richtig. Dafür haben wir jetzt auch Erste-Hilfe-Kästen bestellt. Genau. Das hatte ich ist der Marine noch angeraten, hat er auch, glaube ich, so umgesetzt. Des Weiteren, auch wegen der Problematik, habe ich Mr. Marino angeraten, den Ort für die defekten Streifenfahrzeuge zwei Blocks umzulegen. Hat er auch schon umgesetzt. Ich hoffe, das hat er Ihnen schon mitgeteilt. Ja. Perfekt. Und da sind noch ein paar Kleinigkeiten. Auf Ihrem schwarzen Brettbeitrag sind ein paar Sachen veraltet. Wahnsinn. Gut. Kommen wir gerade rum, dann kann ich Ihnen das zeigen. So, ja. Unter allgemein die Informationen, dass das ist erstmal mit dem Casino ist durch. Genau, Casino, richtig, das muss weg. Das ist weg. Okay. Die Arbeit mit DOJ sollte bitte unbedingt rein, dass Officer nicht einfach Akten verändern und sich immer durch ein Kürzel oder die PD-Nummer kenntlich machen, wenn sie was in der Akte schreiben. Das fasse ich hier zusammen mit Arbeit, die schließen Sie unter keinen Umständen irgendwelche Akten im Aktensystem und verändern Sie ebenso nicht irgendwelche Aussagen von anderen Officern. Richtig. Und unter allgemein? Ach so, ganz Moment. Kurz. Markieren Sie. Moment, jetzt mache ich mal Einträge im Aktensystem sind mit Ihrer Dienstnummer zu kennzeichnen. Ja? Ja, und unter allgemein die Informationen der Education sind ja nicht mehr in der Bürgerakte, sondern jetzt direkt oben am schwarzen Brett. Das heißt einfach Grundlagenhandbuch. Gut, habe ich. Aber das waren die Sachen, die ich hier noch auf der Liste hatte, die Masters Nick angesprochen hat. Dass, da sie es gesehen haben, was ich vorgeschlagen habe und dann schwarze Brett geschrieben habe für die Leitstelle mit den Kadetten und Recruit-Officern, nehme ich an, dass das ihre Billigung hatte. Ja, ja, ja. Weil wir haben einige neue und so viele neue Officer 3, die können wir nicht durch die komplette Education schleifen. Ja, wir müssen auch sehr vorsichtig sein. Ich habe nicht, also wir müssen das im Auge behalten, wie das Maß unserer Rekruten ist. Ich gehe mal ganz kurz durch. Wir haben jetzt eins. Ich kann Ihnen die Namen sagen, Sir. Ich habe die alle zwei, hier. Zwei, ich habe das aber auch hier. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kadetten bzw. Recruit Officer. Das ich hatte zehn auf meiner Liste. Sie haben zehn auf Ihrer Liste? Haben Sie welche entlassen? Vielleicht habe ich auch falsch gezählt, kann sein. Ach ja, hier ist einer dazwischen gekommen. Und hier ist einer entkommen. Ja, sind 10. Ja, ich denke, mit den 9, die Mr. Masters ausgewählt hat, wenn die auch ihre Zustimmung finden, dann sind wir erstmal für eine Woche voll, was das angeht. Puh. Ich glaube, das ist fast so viel. Das hängt natürlich immer von der gleichzeitigen Auslastung an, ne? Richtig, und wir haben aktuell eher so 2 bis 3 gleichzeitig. Hm, das gut. Geht problemlos. Nur die Ersteinführung ist immer das große Zeitaufwendige und danach verteilt sich das. Ja gut, dann versuchen wir mal. Aber das ist auch, da müssen Sie mir auch signalisieren, wenn es zu viel ist. Also ich trete da sehr gerne auf die Bremse. Das Problem ist nämlich, dass wenn wir zu viele unerfahrene Officer im Dienst haben, dass es nicht genug Abdeckungsmaterial gibt und die dann unter Umständen noch mehr Fehler machen. Darf ich ehrlich sein, Sir? Hm? Ich glaube eher, dass wir, was die Officer 3 Bewerber betrifft, da eher das eine oder andere, wenn nicht sogar ein paar mehr faule Eier im Korb haben, als die Rekruten. Die Rekruten stellen sich bisher in den Beurteilungen, die ich bekommen habe, das, was ich gesehen habe, wirklich sehr gut an. Geht um einen kleinen orangenen Pizzalieferwagen. Ja. Da müssen wir da auf jeden Fall auch im Auge behalten. Wir sollten, oder das ist meine persönliche Empfehlung, ich möchte Ihnen da nicht vorschreiben, um Gottes Willen,
Klasse heute mit aufnehmen und das mal als Feldversuch dementsprechend machen und dann mal schauen, wie es dann läuft. Und dann kann man das dementsprechend runterschrauben. Ja, ja, ich werde also jetzt, da Sie sagen, okay, wir haben eher so 2-3 gleichzeitig, bedeutet das für mich nicht, dass wir überausgelastet sind oder dass es da irgendwelche Überforderungen gibt. Sofern Sie daran interessiert sind, ich habe am Freitag, Samstag insgesamt 38 Personen angehört. Und davon sind die Hälfte, naja, ein bisschen über die Hälfte qualifiziert gewesen. Und heute werden dementsprechend gut, sagen wir mal, wenn wir von den Rekruten ausgehen, 9 in den Dienst kommen. Und dann halt dementsprechend durch ihre Entscheidung 6, 7 Officer 3. Der hat in Richtung Westen. Ach ja, alles klar. Fährt nördlich in Richtung Leistungswälder. Und zum Thema Motorradunfall mit dem Zivilisten, der hat sich gerade gemeldet aufgrund meiner SMS. Dort habe ich gleich die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen oder halt dementsprechend später am Abend. Ja, bitte keine Schuldeingeständnisse, sondern nur erstmal ein Gesprächsprotokoll aufnehmen. Ja? Nein, nein, ich möchte lediglich wissen, was er zu der Sache zu sagen hat, ohne dass er von mir auch nur irgendwo schon eine Aussage hört. Genau, das ist wichtig. Ja, alright. Dann waren noch hier 2 Sachen auf meinem Zettel. Wir haben angefangen, weil immer wieder Officer zu uns kommen, die sich scheinbar sehr stark für die Detective-Richtung und Undercover-Arbeit interessieren und uns irgendwelche Informationen geben wollen, habe ich einfach mal angefangen, die zu bündeln, was wir so über irgendwelche Gruppierungen und Gangs wissen und wo die sich rumtreiben. Ja. Da haben wir mittlerweile mehrere auf der Liste, die irgendwelche verschiedenfarbigen Schlubbertücher tragen. Ich werde das mal alles fertig machen, was dann noch so kommt und Ihnen dann mal vorlegen. Ja, bitte keine Akte, die im System hinterlegt ist. Nein, 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 nein. Das mache ich aktuell nur auf meinem kleinen Blöckchen. Alles klar. Und ich habe das nächste vergessen. Achso, wir haben angefangen mal die Dienst, nicht die Zeiten, aber wann, ob wir Leute im Dienst noch sehen, weil uns aufgefallen ist, dass wir manche Namen schon ewig nicht mehr gesehen haben. Mal so ein bisschen kleine Notizen zu machen, um ihnen dann Feedback geben zu können, falls Kollegen einfach gar nicht mehr auftauchen. Ja, genau. Also das wäre wichtig, wenn beispielsweise so über eine Woche unangekündigt verschwinden, wäre eher eine Aktenleiche, die ich loswerden würde. Richtig, richtig. Wir würden ihnen da, ich würde mal sagen, so Freitag rum, sagen wir ihnen mal, welche Officer übermäßig viel nicht da sind, beziehungsweise quasi von unserem Gespräch an gar nicht mehr gesehen wurden. Gut. Wunderbar. Da würden wir es übrigens so handhaben, ich würde da nicht einfach eine Entlassung machen, ich würde vorschlagen, ich würde dann denjenigen einfach eine SMS schreiben mit einer Rückmeldungsfrist von 48 Stunden und sagen, melden Sie sich bitte innerhalb von 48 Stunden zurück, ansonsten wird Ihr Vertrag beim LSPD terminiert und wenn Sie sich dann nicht melden, dann wird er es terminiert. Alright. So ist es nicht so, dass da niemand eine Chance hätte, noch zu reagieren. Ja, ja, ja. Großartig. Ja. Gut, ich werde Sie dann im Laufe des Abends, insofern ich an die Informationen komme, über diese Inhalte in Bezug auf Ex-Officer Alonso in Bezug auf die Gespräche mit den Staatsanwälten informieren, ob das Hand und Fuß hat, ob das unwichtig ist. Ja. Aber ich denke, da sollte man mal ein Auge drauf werfen. Hast du, während ich nicht da war, den Fuhrpark erwähnt? Negativ. Alright, etliche unserer Fahrzeuge finde ich aktuell in der Wartung. Da gab es wohl ein Rückruf des Herstellers. Ja, genau. Das ist jetzt Memo habe ich auch bekommen. Da wird einfach nur dran gearbeitet. Das wird im laufenden Betrieb auch weiter so sein. Ne? Es werden weitere Fahrzeuge da in die Wartung gebracht. Gerade mit dem extra Parkplatz weiß ich ja Bescheid. Da bin ich instruiert. Wunderbar. Mr. Marino wollte da die Nummernschilder direkt wieder anpassen lassen. Ich habe ihn gebeten, das jetzt erstmal zu pausieren. Genau. Nicht dran rumfummeln jetzt, solange das in dieser Wartung ist, der vom Hersteller. Ja. Genau, nur dass, falls jemand auf Sie zukommt, dass die Fahrzeuge aktuell nicht beladen sind, das hängt damit zusammen. Das Thema mit dem temporären Parkverbot, wenn nötig, ist das habe ich angesprochen, ist abgelehnt. Okay. Dann streiche ich das direkt runter. Ja. Weil das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, da warst du gerade draußen. Gut. So verstanden. Ja, das war's tatsächlich. Alles klar, dann gebe ich mal die Besprechung weiter für 1945. Der geht mal eine Streife an das verunfallte Fahrzeug und checkt mal Kennzeichen und so weiter.
Hops, sind Sie das? Ah, nee, ist Krüger. Krüger, genau. Krüger, sind Sie Leitstelle gerade? Leitstelle, ja. Dann funken Sie mal bitte durch eine allgemeine Information, dass 19.45 Uhr die Besprechung ist. Alles klar, wird gemacht. 19.45 Uhr. Ist die Person ins Wasser gesprungen und dann per Schwimmen sich verabschiedet. Ja, allgemeine Information von der Leitstelle. Um 19.45 Uhr findet im PD eine Besprechung statt. 19.45 Uhr, Info Ende. Ah, ich mag dieses PD so sehr. Das ist mein Lieblings-PD tatsächlich. Und in Schwarz-Weiß ist es nur noch besser geworden. Ist nichts im Kühlschrank? Frage im Funk. Ist die 1043 noch aktuell? Kommen? Nee, aktuell abgebrochen. Weiter in Augen aufhalten, nach Tatverdächtigen. Ja, Leitstelle verstanden, Ende. Gierschlunde. Gibst ihnen einen kleinen Finger und sie reißen dir sofort den Burger aus der Hand. Noch schon 14. Die Zeit steht echt nicht. Nein. Streife 6, 10, 6 Stadtpark. Masters, bitte. Haben Sie schon mal von diesem Kurt Schaller gehört, der mit dem Taser am Stadtpark rumläuft? In der Tat nicht, Sir, nein. Hm. Ich habe aber von Flughafenmitarbeitern gehört, die im Stadtpark mit Tasern rumlaufen. Da ist das wohl genau dieser. Ah ja, das ist ja großartig. Dann habe ich jetzt auch einen Namen dazu. Weil ich brauche von dem mal eine Kontaktnummer. Der untersteht wohl den laut Department of Justice der unter Zuständigkeit von uns. Und wir müssen in dem mal ein Koordinationsdings aufmachen, dass wir einen Teilbereich der Park Ranger im LSPD eröffnen. Kurt Schaller. Ja. Genau. Oh no. Was denn mit Ihnen? Wegen dem Mann hatten wir heute schon drei Anrufe. Der hat irgendwelche Leute am Stadtpark mit seinem Taser bedroht. Ja, das ist, der ist der Park Ranger, der rumgewedelt. Der ist Beamter. Ja, ja, ja. Das ist ein Park Ranger. Wir müssen das halt mit einkriegen. Wir müssen schauen, ob wir den ins PD eingliedern, ob der oder ob der in der Verwaltung des Flughafenbereichs bleibt. Ich würde ihn halt lieber ins PD bringen. Verstehe. Ja, gut. Das. Ja. Bringt dann Termine mit sich, aber das. Möchten Sie mit dem Mann persönlich reden, Chief, oder? Ich muss mit ihm persönlich reden, weil ich das klären muss. Der unterliegt einer anderen Behörde. Ist aktuell nicht in unserem Einzugsbereich. Ich kann ihm da auch nichts wegnehmen oder sowas. Ich will nur die Zuständigkeit unter Kontrolle haben. Denn wenn der nicht für uns arbeitet, werden wir angerufen, weil wir ihn verhaften sollen. Und wenn er für uns arbeitet, kann ich ihn zumindest zur Sau machen, wenn er Blödsinn macht. Sollen wir ihn brauchen wir die Nummer? Ach so, ja, perfekt, Huckleberry. Kann ich schnell besorgen. Ja, dann geben Sie mir mal, machen wir mal. Großartig. Jockey und dann melde ich mich hin. Alles klar. Gut, haben wir irgendwelche Tagesordnungspunkte, die noch wichtig anzubringen sind vor der Besprechung? Krüger, kommen Sie ran. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass der Appell nochmal, insofern man mich gestern noch nicht so wirklich ernst genommen hat, was nicht auszuschließen ist. Und ich persönlich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie nochmal die Officer 3-Geschichte ansprechen. Ja. Dass wer da nicht funktioniert und nicht den praktischen Wert darstellt, den er als Officer 3 haben möchte, halt nochmal in die Education muss. Okay, alles klar. Krüger, was gibt's? Ja, ich habe was für euch beide. Ah ja. Masters, vorne sind zwei Leute, die hätten wohl einen Termin mit dir, Johnson und Fuller. Ja, weiß ich, danke. Okay, perfekt. Und Chief, Paletti und Partner hat angerufen, da geht es um die PD-Fahrzeuge, die warten auf einen dringenden Rückruf, 559-559. 559-559. Das war's in meine Richtung, Krüger? Das war's, ja, danke. Danke. Das war's, danke. Ja, Manfred Lenz, Chief of Police, ich habe Ihre Nummer gerade gekriegt, ich soll Sie dringend zurückrufen. Sehr gut. Tut mir leid für die Umstände, aber es gibt eine Rückholaktion von den PD-Fahrzeugen. Ah, Sie machen die Wartung. Ja, genau. Aber wie Sie es gewohnt sind, haben Sie bereits Alternativfahrzeuge, und zwar den Interceptor und den Scharnier in Ihrer Garage. Mhm. Die haben heute schon angeliefert. Und wir würden Sie bitten, nur diese beiden Fahrzeuge für heute zu nutzen. Nur Interceptor und nur Scharnier. 12 Fahrzeuge sein, genau. Interceptor und Scharnier. Okay, wir würden im Laufe des Abends vorbeikommen und die anderen Fahrzeuge abholen. Alles klar, dann gebe ich das sofort als Dienstanweisung weiter und werde das heute gleich, wir werden es gleich nochmal in der Besprechung sagen. Perfekt, wunderbar, ich bedanke mich. Danke. 01 mit einer Information in den Funk an alle Streifenbeamten. Aufgrund einer Rückholaktion von Paletti und Partner, aufgrund defekter Kühlaggregate in den Streifenfahrzeugen, die Sie potenziell gerade fahren, bitte ich Sie, die Fahrzeuge unverzüglich auszutauschen und ausschließlich Interceptor oder Staniere zu fahren.
ausschließlich Interceptor und Staniere, die in der Garage zur Verfügung gestellt werden. Das ist unverzüglich zu erledigen. 01 Sender. Sir, die Interceptor heißen bei uns in der Garage Torrents. Ausgewiesen sind die wohl über Torrents in der Garage. Nur falls Sie das noch nicht gesehen haben, ist da auf jeden Fall auf diese Fahrzeuge zu achten. Also Interceptor, Staniere. Interceptor heißt in der Garage wohl Torrents. Werde ich gleich bei der Besprechung nochmal sagen. 1 Sender. Die Nummer kriege ich gleich, kommt gleich per SMS, dann gebe ich die Ihnen weiter. Ja. Streife 13-8. Streife 15-7. Okay, das könnte natürlich das Problem sein. Das sind Custom-Fahrzeuge, die Probleme machen, dann wird er jetzt mal interveniert. 10-19 PD, Kollegen aufnehmen. So, 10-4, 10-19 PD. Ah, Sie schauen gerade nach Fahrzeug. Ach so, ja. Da, Torrents. Ja, Intercept haben wir hier aber auch, ne? Also. Moin! Torrents, Torrents. Das sind die ganzen Torrents-Sachen. Ja. Ja, die Interceptor können Sie auch nehmen. Ich hole mal einen raus. Das sind die Interceptor. Okay. Was sind denn dann die Torrents? Sind auch Interceptor? Holen Sie mal einen raus. Müsste sein, ja. Same, same, oder? Das ist dasselbe. Ja, das ist die Schnauze ein bisschen anders, ne? Aber ansonsten sehen die ziemlich gleich aus. Ah. Front ist ein bisschen anders beim Interceptor. Ich muss da nochmal zurückrufen, das ist mir nicht ganz klar. Ja. Lensch hier nochmal. Wir haben in unserer Garage Torrents stehen, die ähnlich, fast genauso aussehen wie Interceptor und Interceptor. Jetzt habe ich widersprüchliche Aussagen diesbezüglich bekommen. Wir sollen nur die Interceptor sehen. Interceptor und warten Sie mal, ich bin gerade auf dem Gelände. Sind Sie unten in der Tiefgarage? Tiefgarage, kommst du vorbei? Ich komme runter. Da kommt der Herr von Paletti und Partner mal vorbei jetzt, um das zu klären. Okay, okay. Ja, dann. Achso, Chief, ich muss Sie leider enttäuschen. Die Helikoptertankstelle im Yachthafen, die ist weg. Defekt. Die haben die Zollen abgebaut. Achso. Ja, klar. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, wir haben mit telefoniert. Perfekt. So. Also, wir haben jetzt da hinten auf der rechten Seite einen Interceptor stehen und auf der linken Seite einen Torrents. Ja. Das sind aber jetzt, also... Beides Interceptor. Sind beides trotzdem Interceptor, ja. Genau. Und nicht Interceptor heißen, sondern Torrents. Die parken Sie bitte aus, die werden wir sofort mitnehmen. Die nicht Interceptor heißen, sondern Torrents. Ja. Also das sehen Sie an den an der Lichtbar oben drauf. Digitale, der Streifen, die sind okay. Und also ich sehe das, so wie ich das hier sehe, ist es der linke müsste weg. Der rechte kann bleiben. Der muss auch weg hier. Okay, genau. Sie wollen also die... Da gibt es Probleme mit dem Beleuchtungssystem, oder was? Ja, da gab es irgendwie eine Ruckelaktion. Also die jetzt alle ausgeparkt sind, bis auf der ganze rechte, die müssen alle weg. 10, okay. Genau. Gut, dann... Also für Sie auf jeden Fall. Sie haben heute Arbeitsfähigkeit ist sichergestellt mit den Fahrzeugen. Es sind genug da, nur die mit der Rundbeleuchtung, die nehmen wir direkt mit. Ja, dann nehmen Sie die alle. Ja. Nehmen Sie die alle einfach mit. Wenn Sie vielleicht noch jemanden abstellen können, der die teilweise auch rausfährt. Ich weiß nicht, wie viele Garagenausparkplätze Sie hier haben. Ich habe hier eine Streife, die macht das jetzt. Perfekt, dankeschön. Hill. Ja. Sie sind jetzt gerade mal zuständig und holen mal die ganzen Torrents hier raus. Die müssen wohl ausgetauscht werden. Mhm. Da geht es wohl um die Lichtanlage. Okay. Die müssen wohl komplett weg. Das heißt, sorgen Sie mal dafür, dass die Garage da leer ist. Krieg ich hin. Alright. Ich schnapp mir auch gleich nochmal Marino. Der steht ja da hinten rum. Ja, ich denke schon. 01 mit einer zusätzlichen Information in den Funk. Letzter Funkspruch. Garage, Fahrzeuge. Widerspruch bezüglich des Fahrens von Torrents. Wenn Sie ein Torrent-Fahrzeug haben, was Sie erkennen an einer pfeilförmigen Lichtanlage, fahren Sie das bitte unverzüglich ins Polizeidepartement und tauschen Sie es aus gegen einen Interceptor. Fahren Sie die pfeilförmigen Lichtanlagen, wenn Sie mit einem Streifenwagen unterwegs sind, in das PD und tauschen das ganze Fahrzeug gegen einen Interceptor in der Garage aus. 01 Ende. Das heißt auch, die Stanier mit der Pfeilanlage müssen weg? Das werden wir gleich sehen. Weil wir haben solche als auch solche. Mhm. Und das hatten wir das vor 2 Stunden. Ja, wir gucken mal.
So, betrifft das auch die Starniere von den Pfeilen, mit den Pfeilen? Ja, richtig. Ja. Alle mit der Rundbeleuchtung, auch Scout. Also Scout und Starniere alle auspacken. Ja, genau. Dann alles, was die Pfeilenanlage ist, dann packen sie das mal jetzt hier komplett aus. Dann machen wir das jetzt hier zusammen. Wir müssen dann zwischendurch mal ab und zu ein Auto umparken, damit ich genug Platz habe. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ich gehe nach oben. Sagen Sie mal, Eckhoff? Ja? Hatten Sie heute irgendeinen elektrisierenden Tagesablauf oder was mit Ihrem Frisur los? Ich wollte einen neuen Trend setzen. Indem Sie keinen Trend setzen, oder was? Also ich finde mich wunderhübsch. Naja gut, zumindest stechen Sie so heraus. Genau, so muss man mich nicht mehr mit Krüger verwechseln. PD 20 mit einer Mitteilung an die Kollegen in der Garage, bitte einen Moment keine Fahrzeuge ausparken und einen der Herren, die mit dem weißen Taxi gekommen sind, nach oben schicken. Hm. So 10-4. Entschuldigen Sie, können Sie kurz mal nach oben gehen? Einer Officer hat das angefordert. Da draußen stehen wohl Fahrzeuge, die Sie ebenso warten können. Wunderbar. Alles klar, vielen Dank. So 10-4, da kommt einer von dem von Paletti und Partner jetzt hoch. Ah, ich sehe das Problem. Ja, Chief. Ne? Ah, wundervoll. Soll ich einen Abschlepper für Paletti und Partner rufen? Ich finde das gut. Es sieht wild aus, ja. Hören Sie mal ganz kurz auf, Fahrzeuge auszuparken. Ganz kurz sofort aufhören, Fahrzeuge auszuparken. Danke. Ja. Ich sage Ihnen, wann Sie wieder weitermachen können. Okay. Ja, 10-4, Trennung, Streife 2 für Leitstelle kommen. Entschuldigen Sie, Sie müssen wirklich dringend mal draußen. Sie müssen sehr wirklich schön gemacht. Kommen Sie einfach, kommen Sie. 10-7 PD, beziehungsweise 10-6 PD. Hört sich nicht gut an. Ja, verstanden. Trennung, Streife 3 für Leitstelle kommen. Ja, sehen Sie es erstmal an und dann entscheiden Sie selbst. Ja, lass das mal, lass das mal. Standort kommen. 10-8, ja. Die Fahrzeuge. Es scheint sich hier. Interessant, ja. Wem darf ich die Rechnung schicken? Naja, gut. Wir sind. Ja, schicken Sie es ruhig mir. Wir sind versichert gegen höhere Gewalt. Ja, ja, wunderbar. Alles klar, danke. Ja, verstanden. Trennung, Streife 5 für Leitstelle kommt. Hört. Ja, Status Standort. Status 10-7. Warten Sie kurz noch mit den Fahrzeugen. Wir haben dann draußen ein kleines Malheur. Ja, und Streife 6 vielleicht Stelle kommen. Hört Sie. Status Standort. Aktuell 10-20 PD. So, wir lassen die ja draußen erstmal kurz das wegnehmen. Ja, richtig. Ich habe den Kollegen gesagt, die sollen einmal bitte ums ganze Police Department gehen und alle Wagen einsammeln. Guten Tag, Chief. Kann man wieder neue Fahrzeuge ausparken? Gerade noch nicht. Warten Sie noch eine Sekunde. Ja, kein Problem. Ich bin immer geduldig. Die werden alle entfernt und dementsprechend neu ausgerichtet. Mein Gott, dieser Lichtanlagenrückruf. Ich dachte, es geht ums Kühlmittel, aber es scheint wohl die Lichtanlage zu sein. Ja, die Blauleckflüssigkeit scheint auszulaufen. Gottes Willen. Ich wusste gar nicht, dass das noch mit Quecksilber beleuchtet wird. Ja, doch, wir haben immer die Kadetten, die wir für nicht so gut befunden haben, das nachfüllen lassen, Sir. Gott sei Dank ist es aufgefallen, das ist ja giftig für die Kollegen. Danke, wenn ich da draußen auf den Straßen helfen, wenn wir selbst geschädigt sind. Naja gut, das sind Fahrzeuge, die kommen aus Detroit, haben. Das ist alles im Gebrauch, neu ist das nicht. Ah, das erklärt einiges. Na gut. Beispiel die Pizza-Ecke, die ich gefunden habe. Naja, what? Mr. Burke! Mensch, folgendes. Ich wollte heute eine Runde Golf spielen und die hatten hier hinten alles auf den Caddy-Parkplätzen, ja, wo man diese Golf-Caddies parken kann. Dort standen alle die hier irgendwie sich was dazu verdienen, mit denen die, indem die Golfbälle aufsammeln. Das geht so natürlich nicht, ja. Wenn ich hier hinkomme, um Golf zu spielen und die parken alles zu, dann einer sogar auf dem Rasen geparkt, können Sie sich das vorstellen. Das heißt, die Fahrzeuge blockieren da ihre, den Golfplatz? Ja, so halb. Ja, die parken da, wo sie nicht parken sollen. Jetzt gerade ist das nicht mehr der Fall und vorher hat ihr PD da auch schon gut aufgeräumt, ja, das war schon sehr gut. Nur, dass die Officer das vielleicht heute ein bisschen im Auge behalten. Alles klar, wir haben gleich Besprechungen. Ich schreibe es mir auf als Punkt, dass Sie da heute zugegen sind und wir
Dass die da mal sporadisch vorbeifahren. So genau, sporadisch die Fahrzeuge, die da sind, einfach in ihre dafür genau, vorgesehenen also Punkte sitzen. Vorne, das ist ja kein Problem, aber die fahren teilweise einfach hinten durch. Jetzt fährt hier gerade schon wieder einer durch, das ist unfassbar. Ja, also wegen dem Durchfahren ist natürlich schwierig. Ich glaube, die sind ja eher auf dem Gelände tätig. Aber wenn die das abstellen und das irgendwie blockiert, dann... Ja, darum geht's. Also die parken halt hinten da, wo nur Golfcaddies normal sind. Da sind Stellplätze für Golfcaddies halt. Mhm. Und da gibt's so eine schmale Zufahrt. Ja, und natürlich wollen die nicht so weit laufen anscheinend und parken dann da. Ja, alles, was nicht auf der Parkfläche ist und Golfcaddies, wird dann von uns dann beschlagnahmt. Genau. Nur die große Parkfläche direkt am Haupteingang, da können die natürlich parken. Genau. Mach ich. Dankeschön, Birk. Stellen Sie das Fahrzeug hier draußen ab. Abstellen, aussteigen. Und lassen Sie das ruhig erstmal abfahren da. Sir? Rüger. Wegen den Fahrzeugen wollte ich Sie nur informieren, dass so ein Fahrzeug, gleiches Modell, noch bei Auto Exotic zur Reparatur steht. Okay, dann sagen wir den Kollegen gleich noch Bescheid. Da können Sie Auto Exotic mal anrufen und fragen, ob das draußen steht? Ja, klar. Weil wenn das da noch steht, dann wird da gleich jemand von Paletti und Partner kommen und das dann direkt mitwarten. Mhm. Nur damit die da schon mal von gehört haben, dass da eine Rückrufaktion ist. Alles klar. Ja, LSP, die Leitstelle, Krüger am Apparat. Wir hatten mal vorhin ein Fahrzeug bei Ihnen abgeschleppen lassen bezüglich Reparatur. Ja, bitte. Wir haben bei Auto Exotic noch ein Fahrzeug stehen, was Sie dann auch auf der Rückfahrt vielleicht holen können. Vorbei. Die müssen machen wir alles klar. Ne? Noch Vielen gewartet Dank. Werden, systemmäßig. Da kommt gleich jemand vorbei, dass Sie sich nicht wundern. Okay, alles klar, danke. Ich weiß das erstmal. So, jetzt können Sie gerne nochmal drei Fahrzeuge oder sowas ausparken und mal gucken, ob da noch irgendwelche alten sind. Welche ausparken? Also es waren jetzt nur noch Interceptor und diese Anmarkt und die Staniere. Ja, die Anmarkt sind nicht. Die Staniere können irgendwie auch noch mit der Lichtanlage. Ja, da steht ja einer. Er hat eine normale. Okay, der hat eine normale. Ja, die Staniere, also der Herr hat gemeint, die Staniere sind okay, die können wir lassen. Okay, dann lassen wir die Staniere drinne. Und dann ist jetzt nur noch ein paar Anmarkt-Dinger, ein paar... Weil die Anmarkt sollten auch kein Problem sein. Ich guck mal kurz durch. Jo. Scorcher ist das Fahrrad. Genau. Was ist Police 4? Das sind die Anmarkt. Okay. Hm. Buffalos, Interceptor, Grangers. Ja, dann ist ja... Sollte jetzt erstmal alles gut sein. Ja, Staniere haben wir jetzt eigentlich nur noch den da. Da sind ja keine weiteren Staniere normal da. Normal Police ist der Stanier. Ah, okay. Ich dachte, das war ein Markt. Okay, alles klar. Gut, das waren sämtliche Fahrzeuge. Wir haben noch ein Fahrzeug, Perfekt. Das steht bei Auto Exotic. Da habe ich gerade aber anrufen lassen, dass Sie da gleich vorbeifahren können und den einfach wegholen. Perfekt. Das heißt, Sie haben jetzt wirklich nur noch Scorcher, Interceptor und Police-Fahrzeuge. Und Staniere, ja. Mhm. Wunderbar. Dann fahren wir mal zum Sheriff. Könnten Sie da mal anrufen, weil die haben die Leitstelle nicht besetzt. Oh Gott, diese Trottel. Moment. Reicht da leider keinen. Wollen wir mal einen abstellen, so wie hier. Ganz kurz, kann ich die Kollegen Autos ausparken lassen, dass die wieder auf die Straße können? Die können komplett, das ist doch alles un... Achso, genau. Sie meinen gar nicht mich, Verzeihung. Nee, es ist, wenn Ihre Aktion abgeschlossen ist. Unsere Aktion ist abgeschlossen. Alles klar, dann können die das mal wieder machen. Ja. Okay, Jungs, auf die Straße mit euch. Ich rufe mal Perkins an. Packt euch Interceptor aus und let's go. Gut. Perkins, ich habe hier jemanden von Paletti und Partner. Gibt wohl eine riesige Rückrufaktion bezüglich einer quecksilbervergifteten Belichtungsanlage. Da müssen Sie mal gucken, haben Sie Fahrzeuge mit dieser Dreiecksbelichtungsanlage? Ja, mehrere. Ja, die müssen alle weg. Da kommt jetzt jemand von Paletti und alle weg. Da kommt jetzt jemand von Paletti und Partner vorbei. Zu Ihnen hoch. Sie haben die Fahrzeuge bei wahrscheinlich Paleto Bay, ja? Ja, ich habe mich gerade verliebt in eines der Autos. Ja, dann wird das eine schwierige Trennung für Sie, aber ich kann Ihnen sagen, wir müssen das Fahrzeug auf jeden Fall wegmachen. Alles. Scheiße. Ja, für mich ist auch neu, aber da gibt es wohl einen Vergiftungsfall in Detroit. Und da wurde wohl zurückführend Schlüsse gezogen auf die Belichtungsanlage, weil irgendwie Officer im Dienst in irgendeiner Situation damit in Kontakt gekommen sind. Und das wird jetzt natürlich ernst genommen, weil wir keine rechtliche, Sie wissen ja, wie das ist, ne? Ach du Scheiße. Keine Liability. Oh mein Gott. Und die fahren jetzt bei Ihnen vorbei, klar. Paleto Bay, ja.
Paleto Bay kommen die jetzt vorbei und dann hauen die bei ihnen oben alles, das in die Fahrzeuge wegführt. Hm, muss ich schnell mal jemand anderen den Shopräuber hier abgeben. Ihr habt gerade jemanden gecatcht. Naja, da müssen sie auf jeden Fall, das ist jetzt oberste Dringlichkeit, ne? Naja, verstehe ich. Alles ach, klar. Eine Sache noch, haben Sie meine SMS gelesen? Aber nee, habe ich nicht, aber ich lese sie gleich. Ich muss mich jetzt erstmal um diese Sache kümmern, Perkins. Ja, na, das verstehe ich. Wunderbar. Ich kümmere mich drum. Gut, super, Sie wissen Bescheid. Dann fahren Sie fort, kurz vorher zu Auto mich. Exotic und dann können Sie ja. noch den, können Sie den Sheriff oben suchen, der weiß Bescheid. Alles klar, danke Ihnen. Gerne. So, Sie können alle Fahrzeuge ausparken, können jetzt wieder einen normalen Streifendienst verrichten, Interceptor, wenn Sie brauchen. Ja gut, wir haben ja eh gleich. Ja, wir haben eh gleich Besprechung. Irgendein Offroad-Fahrzeug? Wir kriegen Fahrzeuge nachgeliefert, aber jetzt erstmal nur für alright. Diese, ne? Ich tue dir jetzt auch vor, es sind befüllen wir was. Genau, wir warten jetzt erstmal ab. So. Paletti und Partner sind die Admins, ja, mit. Die machen da sozusagen, die supporten da mit. Ich hoffe, es hilft, Alter. Mal gucken, ne? Werden wir sehen. Mhm. So, 20.30 Uhr habe ich diesen Termin. 19.45 Besprechung, danach bis 20.15 Uhr Bewerber, dann müssen wir uns das Interieur angucken, Chat, von der Bude, 20.000 vorbezahlen, wie sieht das am Handy aus? Ich glaube, ich müsste jetzt so 40.000 haben, ne? Ja, fast 40.000. Was haben wir hier? Was? ED 49, 1041. Vielleicht noch mit einer Information. Um 19.45 Uhr findet eine Besprechung im PD statt. Mhm. Crazy, was heute schon wieder los ist, oder, Chat?